Hi Leute, ja, ihr seht's schon, heute ein etwas intimerer, oh Gott, Videolog. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein Video im Bademantel bei Facebook reinstellen würde, aber das passt heute zur Entspannung und allem drum und dran. Heute habe ich das erste Mal Reha-Sport gemacht mit Geräten. Das war schon ganz okay, aber ich glaube, da geht noch um einiges mehr. Danach hatte ich Hydrojet. Ich muss das gerade mal nachmachen. Oh, Hydrojet. Das kann man sich so vorstellen: Du legst dich, das Ding sieht eigentlich aus wie ein Sarg, fühlt sich aber an wie der Himmel. Oh. Du legst dich auf eine Art Wasserbett und wirst dann 15 Minuten lang von unten mit zwei Strahlen bearbeitet, die halt relativ hart sind, aber saugut tun. Also du wirst richtig schön massiert, von Kopf bis Fuß. Und es war so geil. Sorry, dass ich das jetzt in meinem Bademantel so sagen muss, aber es war unglaublich geil. Danach hatte ich das erste Mal in meinem Leben Nordic Walking. Das war auch ein absolutes Highlight heute. Also, ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Wirklich. Also, ich habe mich sonst immer über die Leute lustig gemacht, wenn ich da jemanden sah und bin vorbeigejoggt und habe gedacht, ha, die Nordic Walker. Ja, heute schön, Arme schwer. War zwar nur 2 Kilometer, aber trotzdem, ey, war also ist schon anstrengend. Ja, was gab's noch? Genau, autogenes Training. Diesmal mit einem jungen Herrn, der das autogene Training geleitet hat. Sehr angenehme Stimme, hat alles gut funktioniert und ja, war super, super entspannt. Davor hatten wir noch Imagination. Das ist ja wie so eine Art Traumreise oder in dem Fall sollten wir uns einfach irgendwas vorstellen, was wir gerne machen. Bei mir war das. Das ist echt eine gute Frage. Was habe ich mir vorgestellt? Ach, Skateboard fahren? Nee, es war irgendwas anderes. Zocken war es nicht, da kann man nicht abschalten. Ich weiß es nicht mehr. Es war so intensiv, dass ich es direkt wieder vergessen habe. Ansonsten war ich heute auch endlich mal wieder beim Friseur. Saskia, wenn du das jetzt siehst, es tut mir leid, ich musste dir fremdgehen. Die waren schon wieder so lange. War nicht schön. Ja, rasiert bin ich auch. Mehr oder weniger. Ja. Und jetzt zum Grund, warum ich den Bademantel anhab. Ich gehe jetzt noch mit dem Viktor schwimmen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen planschen. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Ciao!